Hello again, happy morning in the morning. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. So, wir schauen in seine Gedanken rein, in seine Gefühle. Und du schaust dabei oder fühlst dabei in dich rein, inwieweit die Aussagen auch was mit dir zu tun haben. Wenn du mit einem Herzensmenschen verbunden bist, dann habt ihr auch einen energetischen Ausgleich. Ihr seid auf einer, in einer bestimmten Energie verbunden miteinander und deswegen haben auch diese Energien was mit deinen Energien zu tun. Auch wenn wir Kartenleger es in Worte fassen, geht es eigentlich immer in Anführungsstrichen nur um Energien. Ja, und jede Verbindung zu einem bestimmten Menschen, da findet auch immer ein energetischer Austausch statt und deswegen sind meistens beide in einer ähnlichen Energie oder haben ein ähnliches Bewusstsein und deswegen ist halt dementsprechend auch die Anziehungskraft so. Jetzt schauen wir mal in seine Energien beziehungsweise in seine Gedanken rein. Oh, ja, hier geht es um eine Trennung. Ihr seid womöglich getrennt, muss aber nicht sein. Auf jeden Fall ist er im Grunde genommen hier innerlich gespalten sozusagen. Er weiß eigentlich gerade gar nicht, was er tun soll. Deswegen, falls er Schluss gemacht hat, aber ich habe hier den Tod liegen, beziehungsweise den Teufel liegen. Ich glaube schon, dass hier er sozusagen in einem Rückzug ist, der auch hier mit den Neun der Stäben etwas mit Verletzung zu tun hat, etwas damit zu tun hat, dass er vielleicht sich nicht verstanden gefühlt hat oder verletzt gefühlt hat. Vielleicht hast du irgendwas gemacht, gesagt oder getan, was ihn wirklich auf Gefühlsebene verletzt hat. Und durch diese Verletzung, die natürlich jetzt nichts mit dir persönlich zu tun hat, sondern man hat ihn halt getriggert, man hat oder getroffen und das hat wiederum etwas ausgelöst. Ein Trigger ist ja auch immer ein Auslöser. Das heißt, er hat sich in irgendeiner Form verletzt gefühlt, getroffen gefühlt. Vielleicht hat er sich auch sehr weit immer aus dem Fenster gelehnt, um dir alles gut zu machen, was wiederum damit zu tun hatte, hier seine Bedürfnisse zu deckeln. Und jetzt ist halt die Erwartung nicht ja, in Kraft getreten, ja, oder diese Erwartung hat sich einfach nicht erfüllt und somit hat man aus der Verletzung heraus halt gehandelt und hat sich somit sozusagen zurückgezogen oder Schluss gemacht, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie eure Situation ist. Ne, es kann halt einfach auch irgendein Rückzug sein. Und das hat damit zu tun, dass jemand aus dem Ego, aus der Verletzung heraus gehandelt hat. Ja, man sieht es auch hier, ne, sehr hier Schwertenergie, also aus dem Impuls heraus halt eben auch zu handeln und zu denken, so, ich mache jetzt hier einen Cut und dann ist es alles wieder gut und dann geht es einem auch wieder besser, weil man halt mit der Situation nicht umgehen konnte. Jetzt lege ich aber nochmal die Lennys dazu zur Klärung. Und da haben wir auch nochmal interessant. Ja. Auf jeden Fall ist dieser Rückzug sehr, sehr wichtig, damit er sich hier mit seinen Themen auseinandersetzt. Wir schauen jetzt aber noch mal ein bisschen spezifischer rein. Ich mache das so, damit es schneller geht. Guck mal hier, Turm auf Turm. Also es ist echt der Hammer. Und für die Zahlen-Junkies kommt mir jetzt gerade so rein, ne? Hier haben wir den Turm. Im Tarot ist es ja die Zahl 16 und wenn wir die Quersumme nehmen, haben wir die 7. Das spricht wiederum für, ich sag mal, geistige Heilung. Ja, eine Trennung oder ein Abbruch des kompletten bisherigen Daseins,
Weil so ein Turm steht ja auch für einen Zusammenbruch von komplett allem. Arbeit, Privat, Wohnung, Haus, Ort, ne, das kann alles bedeuten. Auf jeden Fall ist es hier so ein kompletter Schlag, Hieb. Plötzlich passiert hier etwas, wo dich aus deinen kompletten alten Gefilden rausreißt. Und es passiert meistens wiederum, weil man in sich selber in Bezug auf eine bestimmte Thematik einfach auch eine gespaltene Haltung hat, eine gespaltene Meinung hat. Und wenn wir uns hier die 19 angucken, dann haben wir auch eine interessante Zahl. Wir haben die 1 und wir haben die 9. Das heißt, wir haben die Bewusstwerdung. Oder es möchte einem durch diese Trennung, durch diesen plötzlichen Schlag bewusst werden, von was man eigentlich gespalten ist, was der Grund dafür ist. Und es geht nur durch so einen Kahlschlag, ja? Ein Kahlschlag, der einem zwar den Boden unter den Füßen wegzieht, wo erstmal alles in Frage stellt oder weg ist, was vorher klar war. Um damit zu einer gewissen Erkenntnis zu langen, weil wir haben ja hier auch die Eins, ja, das ist also sozusagen die Bewusstwerdung von deinem Inneren. Was schlummert hier in dir drinne, was mit bestimmten Vorstellungen zu tun hat, wo man sich selber drosselt, regelt, kontrolliert, damit es einem scheinbar gut geht. Und deswegen sage ich scheinbar, weil mit den 9 der Stäben ging es einem auch davor nicht gut. Da hat man sich halt auch irgendwo was vorgemacht. Oder auch vielleicht versucht, ja, einen Deckel zu finden, damit man seine Thematik nicht anschauen braucht. Weil wir haben hier zweimal Schwertenergie. Schwertenergie ist halt hier sowas wie, ich mache jetzt einen Cut, damit es mir wieder gut geht, weil es wird mir alles zu viel. Wird mir alles zu much, belastet mich sozusagen. Ja, die 9 der Stäbe ist ja auch die Belastung. Man hat sich irgendwo verausgabt und jetzt ist natürlich nicht das erhoffte Ergebnis eingetreten und dann zieht man sich zurück und macht einen Cut sozusagen, weil man hier nicht in seiner inneren Stärke ist, in seiner tatsächlichen Souveränität, weil man sich hier selber auch nicht über seine eigenen Schwächen eingesteht oder wahrhaben will, die eigenen Schwächen. Und darum geht es eigentlich. Und deswegen ist diese Trennung genau dafür bestimmt, um diese Schwächen zu sehen, um das Ego zu sehen, um dieses Weglaufen zu sehen, was man in der Vergangenheit nicht sehen wollen oder gesehen. Guck mal hier. Er denkt aber halt eben auch über diese Trennung nach. Er denkt aber auch über ein Treffen mit dir nach, weil er dich ja auch mit Liebe verbindet, sozusagen. Also er denkt eigentlich über ein Liebestreffen nach. Also jetzt nicht irgendwie so ein Bumstreffen oder so, sondern er verbindet dich in seinen Gedanken wirklich mit Wärme, mit Liebe, mit Geborgenheit. Klar, das wäre jetzt eigentlich die Sonne als Karte, aber die Liebe steht ja auch für die Wahrhaftigkeit. Das heißt, er verbindet dich auch oder euch mit seinen inneren Schattenthemen und genau mit der Thematik, die er halt nicht sehen wollte oder konnte. Aber das spürt er. Er denkt darüber nach, weil er es halt eben fühlt. Bin jetzt mal gespannt, was auf der Gefühlsebene für Karten fallen, weil hier sieht man ja auch, dass er halt wirklich darüber nachdenkt, jetzt nach dieser Trennung sich mit dir zu treffen und ja, sich einfach darüber auch auszutauschen, was war. Ja, und hier sieht man schon, dass diese innere Spaltung etwas damit zu tun hat,
dass man auch selber Angst hat, den anderen zu verlieren und so nach dem Motto, naja gut, bevor der andere mich verliert oder mich verlässt, mache ich lieber selber Schluss, ganz plötzlich aus dem Nichts heraus, um diesen Schmerz nicht zu erleben. Ja, man fühlt sich einfach besser, wenn man selber Schluss macht. Oder sich einfach nicht mehr meldet oder sich einfach zurückzieht. Was aber bleibt, ist immer noch, also was bleibt wirklich auf Gefühlsebene hier in der Hauptenergie, ist halt einfach auch dieses Glück, um das man sich selber gebracht hat, einfach und auch diese Sehnsucht, dieser Wunsch nach Verbundenheit, diese Sehnsucht nach, ja, nach Leichtigkeit und aber auch Gefühlen und Emotionen zugleich, weil hier geht es ja auch um das Schiff, beim Schiff geht es ja auch um den Fluss von Emotionen, Fluss von Energien, um hier an die Liebe dran zu kommen. Ja, aber Gefühle und Emotionen sind auch schmerzhaft, wie man hier sehen kann, um die man sich halt gerne bringt, weil man diese halt nicht fühlen will. Und diese Schmerzen liegen aber halt natürlich in der Kindheit zurück. Wie gesagt, Glaubenssätze, Ego, Traumata und so weiter. Und es ist jetzt so diese innere Zerrissenheit, die man hier sehen kann. Ja, man wünscht sich eigentlich das Treffen, man wünscht sich eigentlich auch in Liebe, ja, mit dir zu verschmelzen. Aber man hat halt eben auch Angst davor, dieses Gefühl ertragen zu müssen oder erleiden zu müssen. Man ist hier noch nicht in seiner Kraft, wo man sagen kann, okay, wir sind sowieso miteinander verbunden, ich muss eigentlich gar nicht Schluss machen, ne? Weil bei solchen Verbindungen geht es ja auch immer um Verbundenheit und darum anzukommen, ja, aber man sieht ganz eindeutig hier mit dem Schiff, man kann einfach nicht ankommen, weil es kein Ankommen gibt. Es geht nur darum, emotional und gefühlstechnisch im Fluss zu sein und verbunden zu sein. Und natürlich diese Glaubenssätze loszulassen, weil es sind immer die Glaubenssätze, die falschen Glaubenssätze, die man noch in sich trägt. Und zwar in seinem Falle hier etwas zu tun oder zu machen, um etwas zu erwarten. Und wenn diese Erwartung nicht eintritt, dann sozusagen diesen Cut zu machen, ja, diesen spontanen, plötzlichen Cut zu machen. Und diese Glaubenssätze sind jetzt auch diese Thematen oder diese Schmerzen sind jetzt auch das, was in ihm auf Gefühlsebene im Herzen halt so rumort, ja. Und natürlich auch die Sehnsucht und der Wunsch nach ja, nach diesem Treffen, nach einem Treffen, nach dem Wiedertreffen. Ja, das ist halt auch so eine On-Off-Geschichte, wie man hier sieht. Aber das ist eine On-Off-Geschichte, weil man hier auf dem He Wege ist, auf einer spirituellen Reise, um seine Glaubenssätze abzulösen, abzutrainieren, abzuarbeiten. So, und hier sieht man, dass es auch, oder dass er sich hier aus dem Herzen heraus wirklich eine Klärung wünscht, ein Gespräch wünscht, ein harmonisches Gespräch, eine Klärung, weil hier einfach auch sehr viel Harmonie ist, ne? Sehr viel Harmonie, aber halt auch viel Angst und Glaubenssätze. Was haben wir hier auf der Handlungsebene? Da haben wir mit Sicherheit auf jeden Fall einen Neubeginn, weil man hier ins Vertrauen kommt, in die Selbstsicherheit und auch in seinem inneren Bereich hier ja, diese Weisheit einfach auch dafür hat, innerlich
zu sich selbst zu stehen und diese Blockade hier aufzulösen, weil das ist die Blockade. Es geht im Grunde genommen um die innere Stärke, zu sich selbst zu stehen, seine Stärken und Schwächen zu erkennen, um halt bei sich selber auch anzukommen. Und das ist alles die Voraussetzung, um auch in eine stabile Partnerschaft zu gehen. Und deswegen haben wir hier eine ganz klare On-Off-Geschichte, die hart ist. Ja, man sieht es hier, hart ist, anstrengend ist, auch aktuell jetzt gerade blockiert ist, aber dass hier ganz viel Potenzial einfach noch steckt. Ganz viel Liebe, ganz viel Potenzial und auch der Wunsch nach Verschmelzung und der Wunsch danach, diesen holprigen Weg einfach auch gemeinsam zu gehen und zu meistern. Aber jeder in seinem Tempo und jeder in seiner, ja, mit seiner Verstrickung, mit seinen Verstrickungen, mit seinen Themen und auch mit seinen Ablösungen, ne? Also es ist aber eine sehr schöne, warme Energie, wo es halt noch was zu arbeiten gibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, wenn du magst, deine Sandra.